Rock the Makeup und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es mal um das Thema Mineral Powder. Denn gerade jetzt im Sommer, wenn es warm ist, ist Mineral Powder ein sehr gängiges Make-up, eine sehr gängige Foundation. Jedoch gibt es bei einem Mineral Powder auch ein paar Dinge zu beachten, wenn du zu einem richtig geilen Ergebnis kommen möchtest. Und ich zeige dir auch oder ich erkläre dir auch noch einen schönen Hack, den du mit einem Mineral Powder machen kannst, wo du ein noch natürlicheres und schöneres Ergebnis auf die Haut bekommen kannst. Also, in diesem Video geht es rund um das Thema Mineral Powder, worauf du achten solltest, welche Tools du benötigst, um das schönste, das bestmögliche Ergebnis rauszuholen. Ich werde am Schluss noch etwas dranhängen, und zwar zeige ich dir mal ein Make-up. Ich habe eine Firmenkooperation mit einer Produktmarke und da zeige ich dir mal, wie schön man mit einem Mineral Make-up eben arbeiten kann und ja, welches Ergebnis man aus einem Mineral Make-up rausholen kann, vor allem auch gerade im Best-Age-Bereich etc. oder eben vor allem, wenn du ein schönes, natürliches Ergebnis haben möchtest. Also, Mineral Powder ist ja im Prinzip ein Puder aus Mineralien. Ein Mineral Powder hat einen ganz großen Vorteil, dass er von der Konzeption her sowohl für eine trockenere Haut gut anwendbar ist, weil die Haut, trotz dass es ein Puder ist, nicht zu arg austrocknet. Oder natürlich auch, klar, für eine fettige und ölige Haut, weil Puder natürlich dieses Fett etc. bindet bzw. entzieht. Und dadurch hast du eine Foundation, die du so gut wie bei jedem Hauttyp eigentlich anwenden kannst. Mineral Powder hat sogar noch weitere Vorteile, und zwar kannst du Mineral Powder auch sehr schön in kosmetische Behandlungen mit einbeziehen. Wenn du zum Beispiel Kosmetikerin bist, du hast zum Beispiel so Behandlungen wie Mikrodermabrasion, Niederling und so weiter, wo die Haut auch etwas verletzt wird etc., kannst du trotzdem mit einem hochwertigen, guten Mineral Powder danach die Haut noch schminken, weil es von der Art her die Haut nicht belastet, ja, wie zum Beispiel ein Mattifying Make-up oder ein Anti-Aging Make-up oder whatever, ja, wo irgendwelche Wirkstoffe drin sind. Das hast du hier nicht. Das ist sehr, sehr hautfreundlich und auch für eine empfindliche Haut sehr, sehr gut geeignet. Wichtig ist es nur eins. Wir sprechen hier ja von einem Puder, also von einer Puder-Foundation. Das heißt, was passiert denn, wenn du Puder auf etwas drauf gibst, wo fettig ist? Naja, es schmiert, es wird so grieselig, es schmiert, es wird nicht schön. Also ist die wichtigste Voraussetzung, um ein schönes Ergebnis auf der Haut zu erzielen, du brauchst eine recht relativ trockene Haut. Was meine ich da damit? Unmittelbar nach dem Eincremen würde ich jetzt nicht direkt mit einem Mineral Powder draufgehen und das einarbeiten, weil das Ergebnis nicht so schön wird. Lass die Creme ein bisschen einziehen. Oder geh vorher mit einem transparenten Mineral Powder einfach ein bisschen über deine Haut drüber und sorg für eine mattere, rutschigere Oberfläche. Ja, so, damit das Mineral Make-up mit dem Kabuki-Pinsel, mit einem kurzen Puderpinsel, indem dass du das dann quasi richtig schön auf diese rutschigen Grundlage schön drauf polieren kannst. Dann bekommst du das schönste oder bestmögliche Ergebnis. Also, die Grundlage sollte nicht zu feucht sein, nicht zu fettig, sondern eher, in Anführungszeichen, trocken. Trocken ist aber ein bisschen, naja, du sollst deine Haut nicht austrocknen lassen. Jedoch, du solltest einfach nicht unmittelbar nach dem Eincremen die Foundation auftragen. Hast du zum Beispiel eine Haut, wo du sagst, hey, aber naja, ich fette sehr schnell oder ich schwitze sehr schnell, ja, und du bist nach dem Duschen, kaum bist du fertig, zack, hast du schon mal Schweißperlen auf der Haut, dann würde ich dir halt empfehlen, dass du dir ein zweites Mineral Make-up holst, eben transparent oder in einem, ja, also wie eine Art Puder, dass du vorher eben drüber gehst, deine Haut schön abmattierst und dann mit den Farbpigmenten aus der Mineral Foundation schön über deine Haut drüber gehst. Also, egal wie, du brauchst eine rutschige, trockenere Grundlage, um das Make-up mit kreisenden Bewegungen schön auf deine Haut drauf zu polieren. Dann bekommst du ein Bombenergebnis. Jetzt kommen wir schon zu den Tools. Du benötigst kompakte, kleine Pinsel. Man nennt es auch Kabuki-Pinsel, kurze Puderpinsel etc. Welche du dann eben in kreisenden Bewegungen, das ist wichtig, du hast hier bei Mineral Powder Farbpigmente drin.
Und diese Farbpigmente solltest du in kreisenden Bewegungen mit deiner Haut verbinden. Wie beim Autopolieren, umso öfter du drüber gehst, umso schöner wird die Oberfläche. Und das Schöne bei einem Mineral Make-up ist auch, du kannst schichten. Du gehst erstmal drüber und polierst die Foundation schön auf die Haut drauf. Umso öfter du nachholst und wieder drüber gehst und polierst und nachholst und wieder drüber gehst und polierst, umso mehr baut sich das Make-up auf. Also man kann quasi schichten, bis du den gewünschten Deckungsgrad hast, welchen du dir wünschst. Jetzt kommen wir gleich dran noch zu einem Geheimtipp. Das ist der Killer. Das ist wirklich richtig geil. Also, jetzt weißt du, bei einer Mineral Foundation kannst du bei jedem Hauttyp verwenden. Eine Mineral Foundation braucht eine trockenere Grundlage, damit du richtig schön auf der Haut arbeiten kannst. Du brauchst kurze, kompakte Pinsel, wo du die Foundation schön auf die Haut draufpolieren kannst. Und hier auch nochmal ein Tipp. Jetzt ist ja so, wenn du den für den Eigengebrauch natürlich verwendest, dann gehst du einmal drüber. Es ist alles in Ordnung. Dann gehst du ein zweites Mal drüber, also am nächsten Tag, alles in Ordnung. So, aber irgendwann fängst du an, Fett von deiner Haut auf die Pinselspitze drauf zu bekommen. Jetzt kommen wir auch wieder zu einem Problem. Wenn du ein richtig schönes Ergebnis haben willst, sollte nicht nur deine Haut clean sein und schön rutschig von der Oberfläche, auch der Pinsel sollte keinerlei Fette enthalten. Darum ist bei einem Mineral Powder ist extrem wichtig, dass du deine Pinsel wesentlich öfters reinigst, anstatt wie bei einer Fluid Foundation, ja? Weil du eben schöne, saubere und rutschige Pinsel sozusagen, cleane Pinsel benötigst, um das Produkt quasi schön auf die Haut drauf zu polieren, ohne dass irgendwelche Fette etc. das Ergebnis verfälschen. Jetzt kommen wir zu einem absoluten Lieblingstipp und das zeige ich dir auch gleich im Anschluss in einem richtig geilen Video. Wie es aussehen kann, das hier kannst du auch in deine Creme mit reinmischen. Das ist der Hammer. Du machst dir sozusagen eine eigene, aufgepimpte, getönte Tagescreme. Das ist der absolute Shit. Ohne Witz. Wie das aussieht und wie das funktioniert, das zeige ich dir gleich. Jedoch bekommst du so eine Art getönte Tagescreme, die aber zu deinem Hauttyp passt und du kannst die Deckungskraft selber bestimmen, indem dass du halt mehr reinmachst oder weniger. Und wie das aussieht, zeige ich dir gleich. Wenn dir das Produkt, was ich dir gleich zeige, gefällt, dann wirst du unten in der Bio zwei Links finden. Ein Link, wo du das Produkt dir holen kannst und der andere Link ist extra für Studioinhaber. Wenn du sagst, ey, ich finde das Produkt so geil, Ich möchte das gerne in meinem Studio haben. Wichtig, das Produkt wird es auch nur in Studios geben. In keinem Amazon-Shop oder sonst irgendwo. Das Produkt findet man nur in deinem Studio oder in einem für dich gebrandeten Shop. Ja, also wie gesagt, das ist so, wirst du auch bei mir quasi das Produkt entweder in meinem Studio finden oder in meinem eigenen Shop. Jedoch nirgendwo anders, das ist verboten. Das Produkt ist ausschließlich für Studios konzipiert. Genau, also, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, du hast es so ein bisschen mehr Einblick und mehr Wissen mitbekommen in die Welt von Mineral Make-up. Wenn du noch Fragen hast, wenn ich irgendwas vergessen habe, gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich bin gespannt auf dein Feedback und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dem Video. Rock the Make-up und vielen Dank, dass du Teil der Make-up-Rocker-Community bist und wir sehen uns beim nächsten Video wieder und jetzt viel Spaß. Mats ab und fertig. Und wie du siehst, ja, man hat wirklich ein richtig schönes, guck mal genau in die Linse rein, genau, ein richtig schönes, frisches und natürliches Make-up mit den Produkten von Ilo Pur. Und da auch nochmal denke daran, ja, du hast hier ein Aktiv Berry Komplex mit drin, welches deine Haut langfristig verbessert. Also auch hier sehr schön, auch mit dem Soft Velvet Primer tust du deiner Haut etwas Gutes. So, herzlich willkommen zu diesem Video und heute zeige ich euch mal nochmal halb-halb, ja, wie man mit dem Beauty-Cocktail zum Beispiel ein schönes Make-up machen kann, was sehr natürlich aussieht. Als erstes brauchen wir mal Pflege, Schritt Nummer 1, Schritt Nummer 2, Spritzer von dem Primer, na, kommt also auch mit rein, Schritt Nummer 3, wieder ein bisschen vom Mineral Powder, ja, passend natürlich zum Farbton von der Haut. Jetzt vermische ich mir das Ganze und trage mir das dann auf die Haut auf.
Ja, sozusagen als ja, Flüssig-Make-up mehr oder weniger. Gebt mir das jetzt schön auf den Haut, auf die Haut. Arbeitet mir das erstmal ein bisschen grob ein. Und poliere mir das nachher aber gleich noch richtig schön mit dem Mineral Powder Brush auf die Haut drauf. Wichtig ist natürlich nur, dass du beim Einarbeiten, ja, also wir nehmen jetzt hier quasi einen sauberen Pinsel, denn den solltest du danach auf jeden Fall nicht mehr verwenden, wenn du jetzt zum Beispiel das Puder Pur aufträgst, weil einfach im Prinzip der Pinsel dann ja mit Fetten versehen ist durch die Creme und den solltest du danach auf jeden Fall reinigen. Aber somit haben wir eigentlich eine schöne getönte Tagescreme mit einem sehr natürlichen Look. Und das kannst du, wie gesagt, bei ja immer machen, wenn du sagst, okay, du willst ein ja eben ein ganz natürliches Finish, ohne dass ich zum Beispiel, ja, dass es zu matt und zu stumpf wirkt, wobei du das bei Ilo Pur sowieso nie hast, weil allein das Mineral Powder auch durch seine Lichtreflexion natürlich so ein semi-mattes Finish hat. Ja, also es ist zwar Mineral Powder, aber es hinterlässt einfach so ein semi-mattes Finish, was das Ganze nochmal natürlicher macht. Willst du es aber noch natürlicher, wie gesagt, kannst du es auch schön in die Behandlung mit einintegrieren, indem dass du einfach in die Abschlusspflege was mit reingibst oder in die Massagecreme und das Ganze dann in Verbindung eben mit der Creme direkt auf die Haut aufträgst. So. Dann gebe ich dem Ganzen noch etwas Kontur. Na, ich nehme jetzt noch einen dunkleren Puder und setze mir jetzt Kontur, nehme dafür aber einen neuen Pinsel. Na, also einen sauberen, das ist ganz wichtig, damit hier das Make-up nicht verschmiert etc. Und gehe quasi einen dunkleren Puder rein und gebe mir jetzt hier schön seitlich am Wangenknochen etwas Kontur, also etwas mehr Tiefe sozusagen. Okay. Kann das Ganze nochmal ein bisschen fein machen hier mit meinem Pinsel, mit dem ich vorher quasi dann das Make-up aufgetragen habe. So, minimal. Möchte dann unterm Auge aber auch noch ein bisschen Highlight, gehe jetzt hin, nehme den hellsten Puder, ja, aus der Farbserie. Gebe mir auch hier etwas einfach in die Hülle rein. Nimm dafür jetzt ein Schwämmchen und nimm das Ganze als Concealer. Mal nach oben schauen. Genau, ja, setze mir das quasi unters Auge, innere Augenwinkel, helme mir das Ganze etwas auf und lasse es ins Make-up mit einfließen. Ja, also das ist quasi jetzt mein Concealer-Ersatz, das hellste Puder. Um natürlich den Augenbereich schön klar und wach zu gestalten. So. Hier noch ein bisschen. Überall da, wo Schatten ist, also innere Augenwinkel, kann man wie gesagt schön aufhellen. Und dann lassen wir das Ganze in die Foundation mit einfließen. So. Jawohl. Ja, dann wirkt das Ganze schon klarer. Dann gehen wir hin, nehmen das 3-in-1-Produkt, ja, das 3-in-1-Produkt mit dem Finger. Ich habe jetzt hier so einen mittleren Farbton. Gehe damit einmal auf den Wangenknochen, um hier natürlich ja, etwas mehr Frische reinzubekommen. Lass das Ganze schön auslaufen. Gehe damit aber auch aufs bewegliche Lid, wobei, wenn du auf dem Auge arbeitest. Alles gut. So. Wenn du auf dem Auge arbeitest, immer erstmal noch ein Puder nehmen, was zum Trinken hinstellen sollen, dann aus komplett bewegliche, um erstmal so ein bisschen die Feuchtigkeit vom Auge wegzunehmen. Und dann kannst du mit dem Pigment, mit dem 3 in 1 drüber gehen. So.
dann hast du einfach eine höhere Haltbarkeit. Dann haben wir schon die Augen geschminkt. Okay. Dann gehen wir einmal hin mit Mascara. Nach unten schauen. Einfach die Wimpern ein bisschen tuschen. Das machst du dann mit deiner, also die, wo du quasi hast. So. Und dann hast du ein schnelles Quick Make-up sozusagen mit den Produkten von Illupur. Natürlich können wir es noch hingehen, die Augenbrauen ein bisschen nachziehen. Wir können nachher noch das 3-in-1-Produkt noch auf die Lippen geben. Dann haben wir, wie gesagt, eine Farbharmonie zwischen Augen, Wangenbereich und Lippe. Und das mache ich jetzt auch noch. Ja, ich mache jetzt schnell die Augenbrauen fertig und noch ein bisschen was auf die Lippe. Und dann siehst du quasi das komplette Ergebnis. Aber hier siehst du schon mal, wie relativ schnell du eine schöne Haut hinbekommst, aber welche eben nicht geschminkt aussieht. Durch eben diese Mischung zwischen Pflege, Primer und Puder, hast du quasi jetzt eine ganz leichte Pigmentierung auf der Haut, die aber super natürlich aussieht. Und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt haben wir quasi das Make-up aus den Produkten von Illupur. Wie gesagt, wo wir es fremdgegangen sind, sind Augenbrauen und Wimpern. Ja, das haben wir jetzt nicht bei Illupur, aber da kannst du deine Lieblingsprodukte verwenden. Wie du siehst, die Haut wirkt richtig schön frisch und erholt, aber ohne dass es zu geschminkt wirkt. Ja, durch die Highlights, ich bin hier jetzt noch mal ein bisschen noch mehr drüber gegangen, hier mit dem Illupur Puder. Also ich habe quasi einfach nur das hellste Make-up genommen, so damit es eben auch zum Rest dazu passt. Habe mir den Augenbereich hier ein bisschen aufgehellt, bin hier noch mal ein bisschen über den Rouge, um da noch mal mehr Highlights reinzubringen, weil Highlights macht frisch, wach, jünger und so weiter. Ja, bin einfach noch mal drüber und habe einfach nur noch Farbe auf die Lippen gegeben und fertig. Und wie du siehst, man hat wirklich ein richtig schönes, guck mal genau in die Linse rein, genau, ein richtig schönes, frisches und natürliches Make-up mit den Produkten von Illupur. Und da auch nochmal denke daran, du hast hier ein Aktiv-Berry-Komplex mit drin, welches deine Haut langfristig verbessert. Also auch hier sehr schön, auch mit dem Soft Velvet Primer tust du deiner Haut etwas Gutes und kannst auch wirklich dafür sorgen, dass deine Haut immer noch mehr in Einklang kommt. Und dann hast du, wie gesagt, ein schönes, natürliches Ergebnis für dich oder auch für deine Kunden mit den Produkten von Illupur. Viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und dann gibt es speziell mal ein Video, sobald ich die Produkte habe, über Contouring. Bis zum nächsten Video.